Die weltweit wichtigsten Messen finden fast alle bei uns in Deutschland statt. Zur CeBIT nach Hannover kamen mehr als 400.000 Besucher. Die Chance, neue Kunden und Partner kennenzulernen, nutzte auch das junge Unternehmen Teleaugendienst GmbH aus Greifswald. Wir betreuen natürlich Patienten, die Erkrankungen am Auge haben. Das konkrete Beispiel, was wir hier vorstellen, das ist ein Betreuungskonzept für Glaukompatienten. Das heißt, in einem Home-Monitoring-Programm bekommen Patienten ein Gerätesystem mit nach Hause und können dort bequem auf dem Sofa die krankheitsrelevanten Parameter messen. Diese Werte werden dann übers Internet in eine elektronische Patientenakte übertragen und der Arzt oder alle betreuenden Personen können ganz bequem über den Webbrowser den Patienten von zu Hause aus betreuen. Und es ist ein kleines bisschen auch ein Kind der CeBIT, weil wir als junge Firma, die sich an der Uni ausgegründet hat, natürlich noch gar nicht stark genug sind, um so ein Produkt am Markt zu platzieren, um sowas marktgerecht zu entwickeln. Und das ist uns gelungen mit einem Partner aus Rostock, der Anova Multimedia GmbH. Die haben wir hier auf dem Mecklenburg-Vorpommern-Stand in Hannover kennengelernt. Junge Unternehmen sollten Messen aber nicht nur nutzen, um sich bekannt zu machen. Sondern wir wollen auch über den Tellerrand hinaussehen. Gute Gelegenheit bietet sich für uns auf der Telehealth. Das ist ein Fachkongress, der auf der CeBIT angesiedelt ist. Auf diesem Fachkongress präsentieren sich auch noch andere Firmen, die telemedizinische Dienstleistungen anbieten. Hier sammeln wir natürlich selber neue Ideen und schauen, was wir vielleicht auch über die Augenheilkunde hinaus noch mit integrieren können, um unsere Produkte zu erweitern. Diese Chance nutzte jetzt zum ersten Mal das Start-up-Unternehmen Copendia aus Rostock. Unser Unternehmen gibt es seit April 2006, sind wir jetzt offiziell am Markt. Wir sind Vertreiber für digitale Lerninhalte. Wir sind sowas wie ein Makler. Sie sehen hier viele verschiedene Unternehmen, die sich auf dem E-Learning-Sektor bewegen und Produkte am deutschen Markt verkaufen. Die zentralisieren wir sozusagen auf einer Plattform und bieten sozusagen rundum Einblick über die Inhalte, die es schon gibt am Markt. Damit sich junge Unternehmen die oft sehr teuren Messeauftritte überhaupt leisten können, gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Messeveranstaltern, dem Bund und dem Land. Ja, wir sind hier im Bereich der Start-up-Unternehmen. Wir sind ein aus einem geförderten Projekt entstanden vom Bundeswirtschaftsministerium. Und die bietet unter anderem auch für junge Unternehmer in dem Bereich bestimmte Förderungen an, sodass man eben auch als Start-up-Unternehmen die Möglichkeit hat, sich hier auch zu präsentieren. Ne? Wo, also auf welcher Messe Sie Ihre Firma präsentieren, sollten Sie im Vorfeld genau recherchieren. Immerhin gibt es bei uns in Deutschland rund 150 internationale Messen. Dazu kommt ein dichtes Netz von regionalen Fach- und Verbraucherausstellungen. Ja, wir waren nicht gleich von Anfang auf der CeBIT mit dabei. Letztes Jahr haben wir zum ersten Mal, sind wir sozusagen erstmal als Besucher hier vor Ort gewesen, um die Hersteller mal abzufragen, was dort für ein Feedback war, was für Resonanz sie hatten, um zu gucken, ob wir selber dann auch vor Ort sein können. Und da haben wir gedacht, dieses Jahr werden wir auf jeden Fall mit dabei sein, weil letztes Jahr schon eigentlich ein relativ guter Andrang war, auch bei den anderen Herstellern. Wenn man die richtige Messe für sich gefunden hat, ist die Vorbereitung das A und O. Überlassen Sie nichts dem Zufall, rät Uwe Stefanowski von der Softwarefirma Abacus aus Wittenburg bei Schwerin. Das Unternehmen war jetzt zum 9. Mal auf der CeBIT dabei. Wenn man es professionell angeht, sozusagen, also Vorbereitungen eben wirklich seine Zielgruppe selektieren, Einladungen raussenden, auch eventuell nachfassen bei wichtigen Kontakten oder wichtigen Kunden. Also man sollte nicht auf eine Messe gehen und warten, bis mal jemand vorbeikommt. Das funktioniert nicht. Wie Sie sich und Ihre Mitarbeiter vor einen Messeauftritt am besten rüsten, lesen Sie bei uns im Artikel Fit für die Messe in der Rubrik Aktuelles Thema. Dort finden Sie auch einen Link zum Ausstellungs- und Messeausschuss der deutschen Wirtschaft mit einer Übersicht über alle künftigen Messen in Deutschland.